So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Dying Light 2. Nächste Folge, ne? Ist immer noch ein Live-Let's Play auf Twitch gestreamt und auf YouTube nachträglich hochgeladen. Da kommt ein Sub rein. Das eben Twitch, ne? Dankeschön für den Prime. An die Salutchen. Und Fragen im Chat lese ich vor, damit ihr auf YouTube wisst, was gefragt wurde. Und beantworte es dann, damit man trotzdem mitkriegt, was Sache ist. Ich lade es halt gerne noch auf YouTube hoch. Für all die, die nicht so viel Zeit haben, alle Streams zu verfolgen oder die sagen, ich gucke mir das ein Jährchen später an oder ich spiele die Story zuerst selber durch, bevor ich es beim Next gucke. Dafür ist es da. Es ist einfach ein Archiv. So, let's go. Also, wir hopsen hier noch ein bisschen rum. Ich will noch kurz gucken, was denn hier Fragezeichen ist. Was zum Teufel? Hier auf, was ich steckst dir in den Arsch! In den Arsch soll ich mich stecken. Wow. Nein, ich will dich. Ah! Den Speer hätte ich gerne. Das wollte ich. Das war vor allem voll der coole Wurf. Mega. Ey, danke nochmal für den Prime. Vielen, vielen Dank für den Support. So. Okay. Okay, okay. So, also wo ist jetzt... Wo ist das Fragezeichen denn jetzt? Hier links unten. Ah, schau an. Ein Fetti Fetti. Ein Fetti Fetti. Kann ich eigentlich ein Wurfmesser... Oh yes, baby. Mach rum. Na, das war es jetzt nicht unbedingt. Was ist damit? Geht das? Ja, aber zünde die nicht. Zünde die nicht an. Komm nicht hoch. Und sie kriegen Schaden vor allem. Das ist clever. Das. Ich habe ihn überschätzt. Was macht ihr eigentlich da? In der Schweiz die normale Version wird sein. Ist die Uncut. In der Schweiz kriegst du die Uncut Version. Hier, halten Sie das mal für mich. Ah, trifft mich trotzdem. Ich will ihn halt eigentlich töten. Nein, nein, ich will. Kann ich ihn nicht rüberschwingen? Weil der gibt mir eigentlich diese seltenen Teile, die ich brauche, um die ganzen Sachen abzugraden. Boah, der Speer macht aber Schaden, du. Was? Irgendwo war noch einer. Speer. Ja. Wow. Yeah.
verstehen, ich muss dich kurz verprügeln. Genau, hier dieses seltene. Gibt er mir eigentlich? Was gibst du mir eigentlich? Doch, Fetzen. Okay, nichts wahnsinnig Seltenes. Okay, wir knacken mal das Ganze. Nope, nope, nope. Oh, Batterien. Gehen wir davon aus, sie sind wertvoll. Wo soll der denn sein? Ah, hier. Und jetzt weiter links. Zu weit links. Ah, und den noch. Könnt ihr? Ganz kurz, ein Sekündchen. So, und jetzt explodiert was. Ja, ist jedes Mal. Okay, aber das ist normal. Ich habe mich die ersten Male so erschreckt. Ich dachte, what the fuck? Warte kurz. Ich habe noch was vergessen. Bevor wir zurückgehen, eigentlich diese Quest. Obwohl, da ist auch noch eine Quest. Ist ja auch noch mal eine Quest. Bevor wir hier in dieser Gegend rumeiern, machen wir mal ganz kurz. Machen wir mal ein bisschen Gebiete fertig. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ja. Yeah. Der Wasserturm sieht schon gut aus. Wie das wohl mit Japan ist. Bei denen wurde es in 23 zuerst dunkel. Sind vermutlich alle tot, wie der Rest auch. Ja, vielleicht überleben sie auch so wie wir. Ich bin so schnell wie der Blitz. Mich kann niemand. Hallo Blitz. Hey, wie geht's? Du weißt also, wer ich bin? Klar, wer weiß das nicht? Tja, ich bin eine echte Legende. Was sagt man denn so über mich? Fragen irgendwelche heißen Miezen nach mir? Haufenweise. Träumen alle davon, die Legende mal zu treffen. Haha, so ist mein Leben. Tja, was soll ich sagen? Als schnellster Wasserlieferant auf den Dächern ist man halt ein Promi. Ja, ja, mega. Und meine Auswahl ist riesig. Ohne Kohlensäure, mit Kohlensäure, Lavendelgeschmack, Honiggeschmack, sogar Brennnesselgeschmack. Was? Brennnesselgeschmack? Wer weiß. Klingt doch spannend, oder? Marketing nennt man das. Die Leute trinken es. Solange es sich hip und abgefahren anhört, reißen sie es mir förmlich aus den Händen. Bist du hergekommen, um mich herauszufordern? Soll der fabulöse Sadio dir den Arsch versohlen? Ich weiß, dass ich chancenlos bin, aber es wäre mir eine Ehre, von dir besiegt zu werden. Das wäre es. Wenn du bereit bist, nimm diese Flaschen und lauf. Aber pass auf, dass du dir nicht die Beine brichst. Okay, das ist wieder so eine Dings-Herausforderung. Also, wir haben ja noch einen Schlag. Das, was ich unbedingt wollte, ist der Tritt. Der Dropkick. Ich stehe so häufig auf Dächern und ich will die Leute runterkicken, ja? Okay. Ich brauche das. Möge dir lange gedeihen und überleben. Oh, die Flasche muss ich nehmen. Gute Nacht und viel Glück. Okay. 90 Wendigkeit. Kriege ich eigentlich das als Belohnung? Weiß das einer? Das habe ich noch nicht ganz realisiert. Also, wenn ich jetzt Gold mache, kriege ich 823 Wendigkeit. Bloß Märchen, wenn du mich fragst.
Wie sind mir bisher gefallen? Sehr gut. Also, der Anfang war ein bisschen zäh. Ich muss aber sagen, je länger man spielt, desto besser wird's. Am Anfang fühlt man sich noch so Parkour-mäßig, dass man einfach nichts kann. Und sobald man die ersten paar Fähigkeiten freischaltet, fängt es einen an so zu catchen. Da catcht es dann richtig. Let's go! Oh! Ja, nicht? Ich kann hoch. Sweet. Loslassen. Ja, mega. Impfstoffbehälter. Ja, los. Nein! Für was drücke ich denn Space? Du musst Space drücken, um dich halt zu halten. Macht aber nichts. Voll in Ordnung. Ja. Loslassen. Alter. Manchmal die Steuerung noch, ne? Ich bin noch im ersten Gebiet, ja. Warte. Ach, komm jetzt! Ich weiß nicht. Oh, der war gut. Der war gut, der verschafft mir Zeit. Jetzt hab ich's. Habt ihr gesehen, wie ich's gehabt hab? Jesus. Krass, wie ich's hatte, Mann. Mega. Hoch kann ich nicht, oder? Nein. Also hier. Nein, ich will keinen Dropkick machen. Alter. Spreng, wenn ich die Taste drücke. Danke. Egal, habt's rein. Siehst du was, was er mit den Leuten macht? Wir machen mehr Kinder, aber nicht mehr Bio. Wie soll das funktionieren? Das war nicht Silber. Das war nicht Silber. Ich bin über der Zeit rüber von Silber. Ich meine ja nur. Ich habe den Dropkick erst gerade freigeschaltet, das will ich ihn nicht mehr. Ah ja, okay, doch, hat er auch nicht angerechnet. Ich sehe es gerade. Das schaffen wir nochmal. Da packt mich der Ehrgeiz gerade, ne? Da packt mich der Ehrgeiz, Mann. Der Dropkick freigeschaltet, will ihn direkt nicht mehr. Ist nur noch hinderlich beim Springen. Ach, ich muss mich dran gewöhnen, dass ich das ducken muss. Wenn ich will, dass er... So, direkt hier, direkt. Ja, nice.
Ja, jetzt hängt mein Bild gerade irgendwie ein bisschen hinterher. Ich hoffe, es wird niemandem schlecht. Lass dir Zeit, wir uns nicht eilig. Nee, ich habe das Sichtfeld nicht ganz offen, weil so finde ich es näher. Ich finde das irgendwie schöner. Ein bisschen intensiver. Nein! Vorhin so schön gemacht. Alter. Ich kann kotzen. Ja, den packe ich nicht. Kann ich das irgendwie abbrechen? Okay, abbrechen. Wir müssen nochmal neu. Das ist gerade wieder vor, wie auf der PS5. Ich find's gar nicht so schlimm, wenn alles so nah ist, tatsächlich. Ich find's... Es ist ein bisschen intensiver vom Spielgefühl her. Ich hab's einfach gelassen und mich hat's nicht gestört. Nein. Hoch. Boah. Impfstoffbehälter erkannt. Danke. Ja, VR-Brille und eine Kotztüte, ja. Ja, yeah, Baby, jetzt. Ich spring zu weit. Ich booste hier mit dem Rennen. Nee, ist cool, Mann. Ist cool, Mann. War cool. Ich hätte weiter rechts gemusst. Ja, Chat, soll ich Sichtfeld ändern? Impfstoffbehälter erkannt. Okay.
Oh, wie spät du angezeigt wurdest, Mann. Ist die Musik? Neue Tricks. Man sieht, es liegt nicht im VR. Okay, da bin ich im Sichtfeld. Cool. Obwohl, eigentlich ist das Spiel schuld, dass es nicht getriggert hat. Können wir uns darauf einigen? Nicht jetzt. Nein! Ich glaube, wenn ich den nicht kriege, bin ich eh zu langsam im Allgemeinen, oder? Wie mussten wir jetzt nicht klettern? Das ist wertvolle Zeit. Nicht nochmal wie vorhin. Den brauche ich nicht. Ja. Nice. Echt jetzt? Macht. Mann, schau denn! Du, das was du guckst. Okay. Ja, nein! Dropkick! Fuck! Okay. Sie können jetzt wagen, den Durchgang zur Stadt zu schließen. Nein! Hilfe! Mich blockiert? Ich hätte ihm einfach den Kopf treten sollen. Also gut, komm. Ja, ihr mit eurem Sichtfeld. Von dem Parcours träume ich, ja, glaube ich auch. Ja.
Hör auf! Dinge zu klicken, die ich nicht will. Das ist wichtig. Ich verliere jedes Mal Zeit, wenn ich das nicht schaffe. Immer neue Wege! Oh nee, das. Nicht das, was ich wollte. Die Musik ist halt auch noch gut dabei. Hier. Sprung! Auf zu kicken. Los! Okay. Ich glaube, ich laufe den ganzen Weg nochmal nur, um dem anderen ins Gesicht zu treten. Also. Nur deswegen. Aber nur deswegen. So, wir machen das mit Abrollen. Ich flieg so viel auf die Fresse. Ich bin froh, wenn ich abrollen kann. Aha. Ups. Immer der Falsche noch. Ich habe Ihnen das Gebiet noch nicht zugewiesen, ne? Würde ich eigentlich gerne noch machen. Höher kommen wir hier noch nicht. So viele Points habe ich noch nicht. Die Ausreißer. Hier haben wir noch Heiratsvermittler. Gehen wir mal Heiratsvermittler machen. Groß die Karte ist. Also das ist nur das Anfangsgebiet. Du hast hier dann nochmal ein Gebiet. Und ich weiß nicht, ob noch was kommt, aber ich finde es schon... Es ist schon cool. Kann ich eigentlich, wenn ich so hoch springe, auch abrollen? Nö, dann slidet er einfach. Auch okay. Ich habe meine Kids seit Monaten nicht gesehen, wegen dieser albernen Blockade des Stadtzentrums. Schön, ihn zu sehen. Ja, ja, red ruhig weiter, ich höre die total zu. Furchtbar. Furchtbar auch, dass alles auf der gleichen Taste liegt. Sweet. Da. Such dir Schutz. Die Nacht bricht an. Kennst du mich? Ja. Ich habe gehofft, dich zu treffen, um genau zu sein.
Darf ich mich vorstellen? Ich bin Rahim. Ich betreibe Sparker. Die erste postapokalyptische Partnervermittlung. Partnervermittlung? So ein kleines Techtelmechtel wäre schon nett, wenn du weißt, was ich meine. Sag mir. Oh, ich erklär's gerne. Bring dich auf den neuesten Stand. Gut, ich gebe zu, ich hab dir schon eine Karte gemacht. Wow, was? Ich habe ein Profil für dich erstellt. Ein Profil? Auf einer Karte? Wozu um alles in der Welt? Tja, das ist mein Job. Die Welt ist vielleicht untergegangen. Und die meisten unserer Liebsten haben sich in blutrünstige Monster verwandelt und ziehen durch die Straßen. Aber das heißt nicht, dass die Menschen nicht mehr einsam sind. Ich meine, scheiße nochmal. Genau aus diesem Grund sind die Leute heutzutage einsam. Was sie gesagt hat, die meisten unserer Geliebten haben sich in blutrünstige Monster verwandelt, durch die Straßen ziehen. Wie viele Leute an der Stelle wohl sagen, was macht das für einen Unterschied zu heute? Etwa so. Ja. Du willst mir erzählen, es gab mal eine Zeit, in der die Leute nicht einsam waren? Stell dir eine Welt vor, in der die Leute tatsächlich rausgegangen sind. Zur Arbeit, einkaufen, mit dem Hund spazieren. Und außerdem hatten sie Dating-Apps. Apps? Okay, vergiss es. Was ich sagen will, ist, dass wir soziale Begegnungen hatten, bevor alles den Bach runter ist. Es gab Partys. Weißt du, Leute haben sich getroffen, einfach nur, weil sie sich treffen wollten. Und natürlich, um sich flachlegen zu lassen. Heute bleibt jeder daheim, hinter verschlossenen Türen, weil neue Leute treffen heute heißen kann, dass man für einen Eimer Wasser einen Schlagstock über den Schädel gezogen kriegt. Ja, wie funktioniert die Karte? Also, damit ich das richtig verstehe, deine Karten helfen den Leuten, sich zu treffen? Im Grunde ja. Leute, die andere Leute treffen wollen, kommen zu mir und ich zeichne sie. Darin bin ich echt gut. Zumindest sagt man das. Dann kommt ihr Porträt auf die Karte und die hänge ich an die Datingtafel. Wenn jemand Interesse zeigt, sagen sie mir Bescheid und voila! Die Romanze kann losgehen. Nicht immer für lange. Aber das ist wohl was, was sich nicht geändert hat. Aber im Moment habe ich Riesenprobleme. Und brauch unbedingt Hilfe. Wobei? Ja, natürlich. Irgend so ein Scheißkerl versucht mich zu imitieren und hat dann Sparker-Karten gefälscht und dann in der Stadt verteilt. Das ist Urheberrechtsverletzung. Das ruiniert meinen Ruf und verwirrt meine Kunden. Jemand muss für mich diese gefälschten Karten zusammenklauben und wieder zurückbringen. Ich hab gehört, dieser talentlose Mistkerl wurde in einer Dark Zone getötet. Also lässt er mich in Ruhe. Und ich habe die meisten der gefälschten Karten gefunden. Aber 2 Stück habe ich nicht wieder in die Finger bekommen. Bring sie mir und du kriegst die Karte, die ich für dich gemacht habe. Schau dir die Karte an der Wand an. Ich habe die möglichen Positionen der gefälschten Karten markiert. Mohnsamen in den Sauerteigmischer? Hey, hör auf mich anzustarren. Sorry, ich bin verliebt. Wait a second. Ja, das habe ich gemacht. Und jetzt? Aha, Heiratsvermittler. Okay, es sind 2. Also im Prinzip hier und dann hoch. Dann machen wir das mal. Warte, ich hab den Dropkick. Ah, herrlich. Deswegen wollte ich ihn. Er ist so gut. Ach, das ist das Leben. Leute. Einmal mit Dropkick vom Dach stoßen. Also Zombies, nicht Leute. Ganz wichtig. Niemals Leute. Nur Zombies.
Außer böse Leute. Böse Leute dürfen auch. Darf ich das? Nein, 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 nein! Oh, meine Hüfte. Welcher ist denn näher? Ja, der hier. Ja, ganz geil. Zivilisation ist bloß eine Laune der Umstände. Mir ist das alles zu viel. Dann arbeite. Ist mir auch zu viel. Arbeite. Jeden Tag dieselbe Kacke. Ah, da. Wenn wir zum Beispiel Banditen wären, das wäre ein Leben. Banditen? Ja, wenn du Bandit bist, dann wirst du wahrscheinlich von mir irgendwann getötet. Aber noch friedliche NPCs? In der Uncut-Version kannst du auch friedliche NPCs vom Dach kicken. Das mache ich aber nicht. Ja, ihr verarscht mich jetzt, oder? Das sind vor allem die Schnellen. Hallo? Wie sie wütend sind, so. Schon. Ich werde ein Buch schreiben, ich nenne es das Massaker im Lift. Es wird ein Schlager, es wird ein Hit, es kommt gut. Also wir haben alle nix. Ich muss mal ganz kurz Heilstuff machen, weil die haben mich gebissen. Ach komm, wir machen alle. Hier eigentlich schon mal. Schon mal drin. Okay, das war nicht so clever von mir. Ist hoch, hoch, kletter! Dann tat ihr euch. Warum schickt er mich hier durch, wenn ich hier gar nicht durch muss? Hä?
Gleich dahin. Da jetzt einer zur Tür rausrannte. Aber irgendwo hier. Ich schnetzle jetzt einfach. Ja, hier ungewöhnliche, die geben halt diese ungewöhnlichen Teile. Aber ich füge die zu. Haben. Entschuldigung. Nichts Persönliches. Ja, okay. Selten sogar. Das ist eigentlich ganz gut, wenn ich die... Ich muss mir angewöhnen von den... Ah, hier. Eine Sporker-Karte. Ich weiß genau, wer danach sucht. Deswegen sind wir ja hier. Doch das, was mich maximal verwirrt hat. Zauberpilze. Hallo? Also bei einer Tür zu stehen und hier ein bisschen... Oh! Reinzuschlagen ist brutal blutig, Mann. Holy crap. Und hier ein bisschen reinzuschlagen funktioniert super. Losgemacht, ne? Das machen wir gleich alles. Oh, hier ist Honig drin. Der ist sicher noch gut. Der ist ganz bestimmt noch gut, der Honig. Der riecht ein bisschen streng, aber der ist noch gut. Der ist noch gut. Ach, Kacke. War kein Honig, sondern Bienenwachs. Dann ist okay. Ach nee. Mit Gefühl? Nein, mit Gewalt. Ach, Scheiße. Ja, ja, ich weiß. Dietrich. Ja, ja, im Chat sitzen und einfach nur sagen, ja, ja, haha, ist schwierig, ne, aufzumachen und so. Versuch die mal selber zu knacken. Mhm. Große Töne spucken. Am Ende, wenn man es dann selber versucht, lässt man 200 Dietriche durch. Hat es immer noch nicht geknackt. Ja, ich weiß, Mann. Es ist echt manchmal tricky, das war. Ja. Vor allem die sehr schweren, weil die Spanne zwischen, wenn du siehst, dass er weitergeht, ist noch ein bisschen schwierig rauszufiltern.
bist Schlossknacker vom Beruf. Ja, klar, mit dem Stein wahrscheinlich. Hucke, hucke, hucke. Entschuldigung. Ich muss zurückschießen. Wenn hier so im Stream auf mich losgeht, muss ich, habe keine andere Wahl, mich wehren zu wehren. Ja, wir gehen unten raus. Obwohl ich glaube, dass da wieder neue gespawnt sind. Also wir gehen da jetzt hoch. So, wem wo helfen? Wir tanken immer ganz schnell auf. Den da hinten. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Reicht das? Jo, passt. Giftwiderstand, auch nicht schlecht. Also, da müssten wir hin. Ist voll geil. Ist euch aufgefallen, dass es in der Nacht leuchtet? Also die Schlafplätze und die guten Stellen? Wird das mega cool gemacht. Das sind so kleine Sachen, aber die sind gut. Wenn du einfach merkst, dass das Teil, bist du schon echt Liebe zum Detail. Nicht in allen Belangen, aber ab und an denkt man sich so, not bad, coole Idee. Warte, wenn das aber auch wieder in so einem blöden Loch drin ist, bin ich auch ganz froh, wenn wir im Tag reingehen. In der Nacht reingehen. Tschaußen. Die Basis ist einfach cool. Mega cool. Die Musik ist also diese. Du bist angekommen, ist alles wieder gut. So der brutale Kontrast, so wenn du unterwegs bist, alles gruselig ist und unheimlich. Wir müssen wir jetzt da echt hoch? Oder unten rein? Ach nö. Wenn du mich fragst. Du hast keine Ahnung. Haran war wahr. Genauso, das ist passiert. Wilde Kuh. Kann ich hier nicht. Ich kann hier nicht. Oh nö, wisst ihr, was mega mies wäre, wenn ich die Quest nicht abschließen kann? Weil wir. Ah, doch, hier. Weil wir das Camp schon geklärt haben. Jetzt kriege ich meine eigene Sparker-Karte. Freue mich. In Hohe nicht Kuchenpferd. Warum, was ist, warum ist dieses Fragezeichen eigentlich da? Das. Belastet mich. Also wir. Suchen unsere Herzenstraume wieder. Also dahin zurück. Wisst ihr was, wir rennen in der Nacht, gibt Bonus XP.
bin gar nicht da. Los, auf die Dächer. Hallo? Danke. Ist buggy? Okay. Dachte ich mir fast. Weil wenn du drauf gehst, wird auch das Dings komisch angezeigt. Das Bild. So ein Scheiß. Was hast du denn für mich? Hey, du wirkst ja glücklich. Was ist Glück anderes als eine Krankheit der Narren? Wie mein? Warte, du wirkst wie ein Mann der Macht. Möchtest du die mächtigste Waffe der Welt besitzen? Die mächtigste Waffe der Welt? Welche ist das? Du wirst sie mit eigenen Augen sehen. Ich nenne dir ihren Standort und im Gegenzug gibst du mir all dein Geld. Naja, besser nicht. Was ist schon Geld gegen solch einen unbezahlbaren Gegenstand? Es zahlt mir Essen und Trinken und ich muss nicht hungern. Sonst noch was? Gut, 200 mit Geld-Zurück-Garantie. Und wenn du die Waffe nicht so sehr schätzt wie ich, bekommst du das Geld zurück. Nimmst du meine Herausforderung an? Ja, ist gut. Okay, ich bin dabei. Suche nach Truhen, die auf der alten Überführung versteckt sind, von der aus man East Horseshoe überblicken kann. Und auf dem Dach des Bürogebäudes in der Nähe. Die letzte, die du öffnest, wird die mächtigste Waffe der Welt enthalten. Suche danach und du wirst sie finden. Scheiße, das wird nicht einfach. Betrüger 100%. Ja, aber ich wollte die Quest haben. Manchmal bleibe ich hängen an Stellen, wo ich eigentlich am Hochspringen bin. Na, ich habe deine gefälschten Karten gefunden. So, zeig mir, wie ich auf der Karte aussehe. Wie der Prinz, der du bist. Hier ist deine Sparker-Card. Sieh sie dir an. Komm später wieder, wenn du die Leute treffen willst, denen dein Sparker-Profil gefallen hat. Ich glaube, ich kann es auch... Und manchmal die Führung übernimmt als Frau, gell? Also ich bin aktiv und athletisch, schaue für eine Frau, die mit mir mithalten kann und manchmal die Führung übernehmen kann. Big Park Fanatic, Parkour Fanatic, also ein Parkour Liebhaber, also das, was wir die ganze Zeit machen. So is someone who enjoys getting vertical as much as horizontal. If you know what I mean. Dann steht halt, falls es jemanden gibt, der gerne so genauso gerne vertikal ist wie horizontal. Also, ne? soll sich bei mir melden. Okay, das ist ja mal gut. Ja, sie, sind wir. Sind wir dran? Oh, geil. Ich wollte das hier eigentlich noch den Dings geben. Ich bin mir aber auch am Überlegen, mich hier beim Bazar mal zu treffen. Ich habe ein bisschen Schiss, dass es weiter... Die ultimative Waffe. Die ultimative Waffe. Oder wir machen die ultimative Waffe.
Du wünschst, dass du länger rumrennen kannst, ohne UV-Licht. Ja, also das Ding ist ja, je weiter du bei den Fähigkeitspunkten kommst, ne, also je mehr du freischaltest, desto mehr Zeit hast du. Ich bin zum Beispiel in der 7 Minuten und 1 Sekunde bin ich immun. Und du hast ja immer noch die ganzen Items, die du das zurücksetzen kannst. Das ist halt ein Spieldings. Waffe? Waffe, okay, Waffe. Das ist halt schon ein bisschen Spielgeschehen. Nein! Drüber klettern und springen. Nicht einen Kick in die Luft machen und elendig traurig auf dem Boden sterben. Na, wir versuchen es nochmal. Den. Genau den. Den wollte ich. Exakt das, was er hätte machen sollen. Das ist ein Kackteil einfach am Boden ab. Man kann nachts nur begrenzt rumlaufen, bis du dich verwandelst. Das ist der Timer oben. Und wenn du bei UV-Licht bist, wird der Timer zurückgesetzt. Hier, siehst du? In so einer kleinen Base. Das ist diese Basen, die man hier hat. Sind ganz wertvoll. Und dann hast du noch Zauberpilze oder Inhalatoren, die das ebenfalls zurücksetzen. Wir können hier nichts machen. Alter! Mich eigentlich heilen. Sie hätten eigentlich für den PC durchaus mehr Buttons machen können. Die Sachen umstellen. Piano. Ich finde die Idee, Bienen zu halten, hier halt mega gut. Offensichtlich nicht hier. Das mit dem Abrollen kriege ich noch nicht so hin. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist. Eigentlich muss ich im richtigen Moment. Klicke ich auf das Richtige?
Direkt bevor ich den Boden berühre. Ich war halt vorhin schon hier. Ich habe meine Kids seit Monaten nicht gesehen, wegen dieser albernen Blockade des Stadtzentrums. Der Dropkick, das beste im ganzen Spiel. Ja, wenn ich die ganze Zeit falsch kicken würde. Da war ich ja auch schon oben. Diese Waffe, dieser Spinner wird mir einiges zu erklären haben. Mhm. Es wird schon gut gehen. Nein! Ah! Okay, wir kommen nicht so weit. So weit können wir nicht springen. Abrollen, ja genau, da hast du. Abrollen! Abrollen! Ja, genau. Nee, alles klar. Ja, völlig eine Distanz, wo man abrollen kann, ne? Scheiße. Abrollen. Nicht mehr auch abrollen. Zählt das Ende der Straße oder die... Bevor du jetzt ankommst mit was ist Beschiss anderes als ein funkelnder Stein für einen Trottel, prügel ich's dir aus der... Woher dieser Zorn? Woher? Ich bin wie ein Idiot bis ganz oben aufs Viadukt geklettert, für rein gar nichts. Erkennst du es nicht? Du hast die mächtigste Waffe tatsächlich gefunden. Du willst es selber geben. Die Beharrlichkeit. Ja, ja, gib das Geld wieder. Was? Die mächtigste Waffe der Welt ist die Beharrlichkeit, die du gezeigt hast, als du bis ganz nach oben geklettert bist. Dafür habe ich dich bezahlt. Gib mir mein Geld zurück. Beharrlichkeit überwindet die größten Schwierigkeiten. Und deren Fehlen wird dich zerstören, wie es unsere Welt zerstört hat. Den Krieg noch schneller gewinnen, den Virus noch schneller und nachlässiger erforschen. Was soll es nun sein? Opferst du deine Beharrlichkeit nur, um dein Geld zurückzubekommen? Da war nichts. Gib mir mein Geld zurück. Was ist? Meine Faust in deinem Gesicht anderes als die gebrochene Nase eines Betrügers? In Ordnung, ich verstehe. Hier ist dein Geld. Du musst noch viel lernen. Was nochmal stand in meinem Dating-Profil mit Parkour? Ja, man muss manchmal ein bisschen flunkern. Ja.
wünschte, der Pilger hätte uns das Wasser nie gegeben. Eins. Hey, ja, sorry. Ich bin der Pilger. Stimmt was nicht. Du warst das? Toll. Wir haben unsere heutige Ration erhalten, aber Maria möchte damit ihre Haare waschen. Weil ich es so keinen weiteren verfickten Tag aushalte. Nur weil es dir nichts ausmacht, Haare wie ein Schaf zu haben, das dringend geschoren werden sollte, heißt das nicht, dass... Ich möchte doch nur die Pflanzen gießen, Maria. Was nützt dir dein glänzendes Haar, wenn du verhungerst? Heute Abend regnet es, da bin ich mir sicher. Du verbrauchst das Wasser und dann regnet es. Diese Pflanzen brauchen sowieso nicht so viel Wasser. Du zeigst mir damit nur, dass dir meine Bedürfnisse egal sind. Was? 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 Ja, nee, das voll geil. Was, wenn es nicht regnet? Und was, wenn es nicht regnet? Es wird regnen, ganz sicher. Was? Seit wann bist du denn der lokale Wetterfrosch? Das spüre ich einfach in meinen Knochen. Ja, dann stehst du nackt raus, wenn es regnet. Wir müssen unsere Emotionen im Zaum halten, um rational zu entscheiden. Was soll denn das heißen? Du hast damit angefangen, dass du den Regen in deinen Knochen spürst. Dir würde es offensichtlich nichts ausmachen, in einem Schweinestall zu leben. Okay, meine Dame, ich gehe dann mal. Du bist auch schon im Regen geduscht. Ich dusche nur im Regen. Und wenn es 2 Monate nicht regnet, dann ist das halt ne, das Problem von den Leuten, die mich riechen. Nein, nein, die kann doch einfach duschen, wenn es regnet, Mann. Ganz ehrlich. Die können auch ein Wasser. Die können doch auch ein Behältnis aufstellen, wo dann Regenwasser gefangen wird. Dann kann sie mit dem Regenwasser duschen. Ich habe irgendwie Bock, Nebenquests zu machen. Ja, das ist das, wo ich Bock drauf habe. Deswegen mache ich jetzt einmal Nebenquests. Ja, ist es halt eine Folge der Nebenquests. Why not, oder? Muss ja auch mal geben. Hex hat eine Regentonne. Nee, ich stehe immer nackt raus. Alter, auf dem Dach ist das Mistvieh. Ich kann nicht mich anschleichen. Guten Tag. Was meldet nicht für Leute, die abgestürzt sind? Nein, ich bin nicht mehr auf die Seite gekommen. Ja, danke für den Tipp. Autsch. Hilfe!
na? Komm, schwing den Kolben nochmal. So richtig schön auf den drauf. Autsch. Mein Name ist Wash. Aiden. Sehr edel von dir. Mittel, ein grüß mich. Ja, grüß dich. Oh Mann. Was machst du hier? Tut mir leid, aber das ist streng geheim. Du bist also ein Spion. Sollte ich die Leute hier vor dir warnen? In Ordnung, ich sag's dir. Es ist ein Geheimnis, allerdings kein Militärgeheimnis. Ich sollte hier ein Mädchen treffen. Aus dem Bazar. Ich sehe hier niemanden. Sie hat dich offenbar versetzt. Das ist kein Date. Wir wollten die Stadt verlassen. Vor die Mauern kommen. Das ist nicht so einfach. Wir finden einen Weg. Warum wollt ihr abhauen? Chloe hat genug davon, dass im Bazar alles knapp geworden ist. Besonders das Wasser. Aber der Bazar hat doch jetzt Wasser. Chloe weiß das noch nicht. Sie lebt außerhalb des Bazars. Dann geh doch und schau nach ihr. Mach ich. Und kann ich dich um was bitten? Um Zeit zu sparen? Ich gehe zu Chloes Wohnung. Kannst du zu ihrer Freundin Liz? Chloe ist immer bei ihr. Sie wohnt in Wuthering Mews 25, dritter Stock, über dem alten vegetarischen Restaurant. In der Nähe der Klinik. Ich werde sehen, was ich tun kann. Danke. Sag mir über Funk Bescheid, wenn du da bist. Alright. Ah, warte, war hier vielleicht noch Zeugs drin? I'm a sheep. Alles ist dunkel. Eine fette Axt. Mega nice. Cool. Ich glaube, da mache ich Feuer drauf. Das ist meine Streitaxt gegen Fette. In die Großen. Den muss ich nur freikaufen. Habe ich nämlich noch nicht gemacht. Bei den Nebenmissionen kann ich rumblöden. Ja, ja, ich springe immer eher absichtlich in den Tod. Ja. Und abhauen. Kappa, Kappa, ja, wow. Danke für die vielen Kappas. Morgen melde ich mich freiwillig zu. Oh, ich hätte so gerne einen Dropkick gemacht bei dem. Bestellt euch vor, wie scheiße das ist. Ah ne, kacke, jetzt bin ich am falschen Ort. Der ist da am Holz hacken, ne? Beschwert sich über seine Freundin, die jetzt am Putzen ist und der muss Holz hacken. Dann morgen werde ich, kommt einer, ha, Dropkick! Und dann kickt er dich einfach vom Dach. Beschissen. Bin mal tot mit Dropkick. Wow. Nee, nee. Ich
glaube, ich habe den Dropkick missverstanden. Nicht alle auf mich los hier. Trefft euch doch unten zusammen. Ich bin noch nicht lange genug im Dienst, um zu sterben. Danke. Ab wann ist man dann lange genug im Dienst, um zu sterben? Wenn das mir das pure Neugierde. Würdest du mir das immer sagen? Und ich war jetzt 30 Jahre im Dienst. Jetzt könnte ich ja sterben. Scheiße, nein! Zum Teufel ist das! Ich werde dich kalt machen, Arschloch! Komm, denn wir kennen uns doch gar nicht. Ist auch. Wie gefalle ich dir jetzt, du Bastard? Der war nicht schlecht. Oh, okay. Nimm das! Gibt auch andere Möglichkeiten, dich vom Dach zu werfen. Jetzt zeige ich dir, dass ich jetzt. Oh oh! Der war jetzt nicht so gut. Meine nur. Karma, ja, das ist, was ich so seitwärts. Ich kick ihn noch weg, aber falle selber vom Dach. Einfach voll selber schuld. Lass mich in Ruhe, ich habe Besseres zu tun. Verdammt, die Infizierten sind eingedrungen. Yeah! Oh nice, das ist so gut. Das ist so gut.
Jetzt wisst ihr, warum ich den Dropkick immer mache. Ich mag das einfach. Ehrlich. Alter, ehrlich. Ich hatte es bei dem schon vor und dann kam der aber der andere von der anderen Seite. Das war so. Okay. Hab ich überrascht. Ich suche Chloe. Wozu? Sie ist nicht da. Wash, Chloe ist nicht hier. Sie ist auch nicht zu Hause. Aiden, sie muss bei Liz sein. Ich wüsste nicht, wo sie sonst sein sollte. Gehst du irgendwo hin? Geht dich nichts an. Chloe ist gegangen. Und zwar für immer, verstehst du? Sag Wash, er soll sie vergessen. Chloe ist ohne ihn gegangen. Sie ist gegangen? Oder ist sie dabei zu gehen? Mit dir nehme ich an. Vielleicht. Warum gehen? Es gibt wieder Wasser. Gestern gab es Krieg ums Wasser und morgen ist es wieder was anderes. Hier fließt immer Blut. Wir haben genug davon. Wir wollen es woanders versuchen. Wir, das heißt du und Chloe. Was ist also mit Wash? Wash? Er war nur unser Ticket nach draußen. Das war alles. Jetzt kann er sich verpissen. Ich konnte nichts machen, Chloe. Wash? Chloe. Warte, das ist also Chloe? Ich bin nur Frontfutter. Mir hat keiner gesagt, was passieren würde. Bitte, geh nicht ohne mich. Lass mich mitkommen. Wir drei. Liz wird dagegen sein. Dann überzeug sie. Aiden, komm schon. Bitte, sag was. Du warst doch draußen. Du weißt, wie es außerhalb der Mauern aussieht. Geht's noch jemandem so oder findet ihr, die Unterhaltung gerade war so richtig steif? Also so ein bisschen nach Ding Dong, ich bin der Pizzabote, ja. Der Pizzabote. Haben sie eine Pizza bestellt mit extra Salami? Ja, also es war etwa das Level an schauspielerischem Talent. Pizzabote. Ja, das ist der andere mit dem Klempner. Irgendwas mit Putzen. Nein, also Rohre verlieren und so. Das. Wow, okay. Wir lassen es so stehen. Jenseits der Mauer sterben alle. Ich hau den einfach raus. Außerhalb der Stadt schafft ihr es eh nicht. Zu zweit, zu dritt, völlig egal. Ihr wisst nicht, was euch bevorsteht. Wir könnten hierbleiben, Chloe. Ihr habt doch jetzt Wasser, stimmt's? Ist mir scheißegal. Ich will hier weg. Wie wollt ihr an den PKs vorbeikommen? Wir überlegen uns schon was. Und wie wollt ihr ohne UV-Lampen überleben? Du hast recht. Der ganze Plan war von Anfang an dämlich. Du bleibst also hier? Ich bleibe hier. Aber ich möchte dich nicht mehr sehen. Was? Du warst ein Mittel zum Zweck, Wash. Wenn wir hier bleiben, dann war's das. Aber Chloe... So war das einfach nicht geplant. Tut mir leid. Zum Teufel mit dir, Aiden. Ja, jetzt ist es meine Schuld. Was ist eigentlich los? Und vor allem, wo ist meine Pizza? Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Wünsche ihm nichts. Das war so schlecht. Alter. So. Ja, draußen überlebt ihr nicht. Na, wir gehen trotzdem. Noch ein Grund. Ja, wir gehen trotzdem. Was ist mit UV-Lampen? Ah, du hast recht. Der ganze Plan war schlecht. So mies. Also die Quest ist es nicht. Die Quest ist es nicht. Die ist richtig mies. Ich wünsche ihm nichts Böses. Wirklich nicht. Ich möchte jetzt alleine sein. Ich muss einiges verarbeiten. Ich wünsche ihm nichts Böses. Wirklich nicht. Ich möchte jetzt alleine sein. Ich muss einiges verarbeiten. Okay. Im Englischen auch so. Nee, es ist die deutsche Synchro. Da scheinen sie nicht so viel Energie
Da scheinen sie nicht so viel Energie hineingeflossen. Haben hineinfließen lassen. Das ist sehr schade eigentlich. Ich finde es schön, wenn deutsche Synchro. Ganz mir! Na, wie gefällt dir das? Nein! Nimm das! Die Zeit ist abgelaufen! Du entkommst nicht! Ich liebe es. Ich liebe es einfach. Ja, nein, die deutsche Synchro scheint überarbeitungsbedürftig zu sein. Ich beschwere mich ja sehr selten über deutsche Synchro und so. Man muss hier doch schon sagen, einige Texte und einige Übersetzungen ist schon, ja. Und auch, dass Untertitel nicht gleich übersetzt ist mit dem Gesprochenen, ist nicht, finde ich, nicht so gut. Weil man, ich habe Untertitel gerne an und lese teilweise einfach auch gerne mit. Und wenn dann halt unten was anderes steht, als das, was gesprochen wird, finde ich nicht so der Hit. Aber ich finde es immer noch besser als gar kein Untertitel. Aber ja, also meines Erachtens nach müssten sie eigentlich da nochmal neu nachsynchronisieren, weil einige sind wirklich. Also, wenn auf einmal ein kleines Kind wie eine 20-jährige Frau redet und was weiß ich alles. Keine Ahnung. Einige Sachen sind gut. Und andere Sachen muss ich einfach sagen, sorry, aber da müsst ihr echt nochmal drüber, das ist nicht. Wo ich nicht in Englisch spiele. Weil ich ein deutscher Streamer bin. Also auf Deutsch die Sachen streame. Und da gehört für mich dann tatsächlich, wenn es die Möglichkeit gibt, das auf Deutsch zu spielen, Deutsch dazu. So, also wie konnte ich denn jetzt entscheiden, wer sich hier niederlassen darf? War das hier? Das sind Nightrunner-Verstecks. Ah, das ist nur eine Sicherheitszone. Okay, das ist noch nicht... Das heißt, der hier... Der hier ist der, der eigentlich im Prinzip das nächste Ding freischaltet, nicht wahr? Ja, viele, die rumheulen, wenn Streamsprache Deutsch ist, aber die Games haben in Englisch. Ah, dann sollen... Also, ich verurteile die Streamer und YouTuber nicht, die das so spielen. Das sollen die ruhig so machen. Und wenn den Leuten in der Community nicht gefällt, sollen sie halt einfach einen anderen Channel suchen, oder? Ich meine... Das ist ein Luxusproblem. Dann schaut man halt den Streamer einfach nicht. Also kein Thema. Aber ich finde es halt tatsächlich schon so, dass wenn ich auf Deutsch streame und durch die Möglichkeit habe, auf Deutsch zu spielen, dass ich später auch auf Deutsch spiele. Aber jeder, der das anders managen möchte, soll das machen, oder? Und jeder, der sich bei mir wohlfühlt, der soll bei mir zugucken. Und jeder, der sich nicht wohlfühlt bei mir, der wird sich einen anderen Streamer finden, der glücklich wird. Also eigentlich bräuchte ich hier 300. Wir sind bei 240. Denkt ihr, wir schaffen das trotzdem? Ich würde das Gebiet nämlich eigentlich schon gerne den PKs geben. Einfach für das Balance. Für das Balance. Vielleicht finde ich auf dem Weg ja auch noch einen... Nein, bräuchte ich schon einen doppelten, ne? Doppelboost. Mit dem Dropkick bestimmt, stimmt. Ja, du wirst lachen, am Ende schaffe ich es wirklich mit dem Dropkick. Ob das Spiel einwandfrei läuft oder gibt es größere Bugs? Ich habe bis jetzt keine Major Bugs zu spielen gekriegt. Also es hat so mal das ein oder andere Fehlerchen ist schon mal drin. Aber nichts, wo ich sagen würde, das Game Breaking oder so. Das nicht. Thank you.
Der Sound ist gut. Ist echt gut. Es ist halt, es hat mega total gemütliche Atmosphäre, wenn du über die Dächer rennst und in so einem Freerunner-Modus bist und dann nachher kommt einfach dieser Sound. Das ist sehr entspannend. Trotz Zombie-Apokalypse. Sehr gut. Richtig. Also. Langsam hin, ne? Dann fliege ich wieder mit dem Dropkick auf die Fresse. Aber eins. Okay. Aber ich glaube, ich schaffe den nur schon aus dem simplen Grund nicht. Weil man hier noch eins hochspringen muss. Ah, ne. Das ist mit dem hier, ne? Okay, doch, das kriegen wir hin. Achso, ich kann da draufstehen, wir können ein bisschen cheaten. Nein, doch nicht. Ich glaube, dass unsere Welt auch mal so enden könnte. Keine Ahnung, die Möglichkeit besteht. Reich 100 Ausdauer mit 260 habe ich jetzt. 240 glaube ich, habe ich sogar jetzt geschafft. Das ist großzügig gerechnet, aber. Windradkirsche. Ja, und wie weiß ich das denen jetzt zu? Ja, weise die Zone der... Wo denn? Wie denn? Oh shit! Wer hat den Müll weggeräumt? Das ist ja lebensgefährlich, Müll wegräumen. Vielleicht habe ich hier irgendeine Tafel. Nein. Kommt, glaube ich, noch. Ne, ich habe ja das, ich habe das schon zugewiesen. Also ich habe jetzt zum Beispiel den Wasserturm, habe ich den Dings zugewiesen. Den Überlebenden. Und eigentlich müsste ich das hier... auch zuweisen.
Bei dem oberen Winter habe ich eine kleine Zug. Okay. Wir gehen nochmal hoch. Ich versuch's nochmal. Hätte nicht so früh runterspringen sollen. Weiß es jemand aus dem Chat, warum ich keine Gebietszuweisung machen kann? Kann man gerne reinschreiben, sehe ich nicht als Spoiler. Ach so, Gebäude zuweisen, Stromwerk. Ich muss zum Stromwerk, um das... Es geht, darum geht's. Das hier war der Wasserturm. Das hier ist der Dings. Gebäude zuweisen, Stromwerk, Stromwerk, Stromwerk. Wasserturm. Wasserturm. Okay. Ach so, ist das. Da müssen wir das, wahrscheinlich ist das das Stromwerk. Ja. Und... Die Aktivität ist gesperrt. Dann läuft das über die Story. Okay. So ist das also. Du musst zum Stromwerk. Danke. Du bist so ein Troll manchmal. Stark. Einmal gut. Einmal gut. Hemmstoffbehälter erkannt. Ja, das ist meine Community, finde ich gut. So, okay, also wo soll das jetzt? Wo soll das jetzt sein? Wahrscheinlich hier drinnen, da muss ich warten, bis Nacht ist. Unbekannter Ort. Ja, Hauptstory wäre halt ein Thema, ne? Aber das ist eigentlich die Nebenfolge. Das ist eine Nebenmission-Folge. Da will ich ja einfach ein bisschen machen. Ich habe mich gesagt, machen wir eine ganze Folge Nebenmission. Und enjoyen einfach ein bisschen. Ein bisschen rumrennen, ein bisschen machen. Abrollen üben. Ja, das auch. Abrollen üben ist sehr wichtig. Ich bin, glaube ich, immer viel zu früh. Zu spät. Nein, viel zu früh. Zu perfekt. Ich habe keine Zeit.
Alter. Ich habe gegeben gesehen, er schlägt ihn kurz und dann fällt er in die Metallteile rein und er ist weg. Ja, vielleicht gebe ich doch alles den Überlebenden. Die PK scheint nicht so tough zu sein, wie man denkt. Ah ja. So doof. Kackt er da einfach ab. Schwarzen Montag und den Tod von 2 Millionen Menschen. Beweg dich, Bürger! Was heißt die Bürger? Wenn es so weitergeht, gebe ich das wirklich den Überlebenden. Dann können die mich mal. Ich meine, wie unhöflich geht er da mit mir oben? Double Kick. Eine Biene. Bist du Imker oder Brauer? Beides. Das ist das Geheimnis meines Doppelbocks. Dir ist sicher schon aufgefallen, dass Bier in der Stadt meistens wie Pisse schmeckt. Na, da hast du nicht ganz unrecht. Genau das meine ich. Keiner versteht mehr was von gutem Geschmack. Überrascht dich das? Tatsächlich sind die sogenannten Brauer heutzutage alle verfluchte Amateure. Und du bist Profi, nehme ich an. Aber sowas von. Gerade ist auch eine gute Zeit für meine Zunft. Die Nachfrage nach Bier ist höher als je zuvor. Brauer ist in den Top 10 der stabilsten Jobs in der Stadt. Direkt nach den Bestattern? Der war gut. Ich habe mich völlig meiner Hefe verschrieben. Und meinen Bienen natürlich. Deinen Bienen? Ja. Kennst du die Geheimzutat des besten Biers der Stadt? Neben Liebe natürlich. Ich nehme an, du wirst es mir gleich sagen. Honig. Und für den besten Honig brauchst du auch die bestgenährten Bienen. Apropos, kannst du mir vielleicht mit meinen Bienen helfen? Ihnen etwas Zucker geben? Ich habe meine eigenen besonderen Bienenstöcke in der Gegend sehr hoch angebracht, um sie vor Dieben zu schützen. Ich kann's versuchen. Wo genau sind die Bienenstöcke denn? Zuerst musst du die Zuckerpakete finden. Ich habe sie in der Nähe platziert, um sie zu verfüttern. Wenn du die Pakete findest, findest du auch die Bienenstöcke. Es gibt 3, die alle nah beieinander liegen. Der erste befindet sich auf einem Dach in der Nähe. Wenn du in die Richtung des Hauptterminals blickst, kannst du ihn sehen. Der zweite befindet sich auf dem Dach des Hauptterminals unter dem großen Turm mit dem Peacekeeper-Banner. Der dritte befindet sich auf dem Main-Terminal. Direkt neben einer der Statuen. Sei bitte schnell. Das Geschäft läuft so gut, dass ich sie in letzter Zeit vernachlässigt habe. Sie verhungern wahrscheinlich gerade. Ist der Synchronsprecher gestorben? Ich bin eher ein Brauer als ein Imker. Ich begrenze es auf 2 Möglichkeiten. Währenddessen der Synchronsprecher die Stimmen imitiert hat, ist er gestorben? Einfach so? Also tot? Neuer? Sollen wir den Text vorher noch übernehmen? Nö. Mach einfach weiter. Oder... Variante Nummer 2, er hat gesagt, hey, ich hätte gerne eine Lohnerhöhung, sie sind gefeuert, da kommt der Nächste, soll ich das von vorher noch überspringen? Nein, 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 das ist schon bezahlt, weiter geht's. Hä? Oder er ist schwer schizophren. Das ist auch eine Möglichkeit. Er ist schwer schizophren. Das passiert, wenn man zu häufig von Bienen gestochen wird, kann das nicht passieren. Das werden die ersten 2 Gründe sein. Nein, was war das jetzt? Was bitteschön war das denn jetzt? Oh, Bienen. Bienen. Ah, ein Zuckerpaket. Ja. Ich kann Baraks Bienen vor dem Verhungern retten. Das ist der Plan. Nein! Dropkick des Todes. Puh.
So viel zu meinem Sprung. Das ist das Problem, wenn alle Knöpfe auf dem gleichen Button sind. I mean, please. Aber in dem Dings. Und du sagst, roll ab. Und dann ab. Nee, voll gut. Wir versuchen es nochmal. Das soll schon schief gehen. Wenn ihr irgendwo in irgendetwas mal investieren wollt, Hüftprothesen. Meine Damen und Herren, Hüftprothesen ist der nächste Schrei. Naja, egal, gehen wir jetzt weiter. Ja, also wenn ihr Geld überhaupt, ich würde unbedingt in Hüftprothesen investieren. Ich sag's euch, die Preise gehen bald durch die Decke. Geheimtipp. Ach nö, das kann ich eigentlich gleich schon abbrechen, Mann. Echt jetzt. Ich sehe irgendwie den Pfad nicht. Ich weiß auch, woran es liegt. Habe Juan gestern drüben beim Schiff gesehen. Und Junge. Du hast Frauen beim Schiff gesehen. Atemberaubend. Sirenen. Komm, hoch da. Ja, spring doch. Das ist erst Kontrollpunkt 2. Ich bin halt einfach noch nirgendwo. Normalerweise kann man über so kleine Erhöhungen springen und dann einen Weitsprung machen, weil er nochmal losspringt. Es scheint hier keinen Bock drauf zu haben. Also eigentlich über so eine Dings, ne? Aber vielleicht geht's tatsächlich über diese kleinen Pfeiler nicht. So wie hier. Hier. So, zack. Und dann Weitsprung. Mache ich denn? Ich weiß auch nicht, wo der Pfad sein soll, wo ich durchrennen muss. Ist es weiter rechts, oder? Also bei den anderen hat es so eine klare Linie, wo du durchrennen musst, aber hier fehlt mir irgendwie so ein bisschen. Hier fehlt mir irgendwie ein bisschen. Also wo muss ich durch? Was ist der vorgesehene Pfad?
Ja, wahrscheinlich recht. Wahrscheinlich habt ihr recht. Vielleicht, weil das der Stufe 3er ist. Ein weiteres Zuckerpaket für die hungrigen Viecher von Barak. Diese Woche eine Ladung Alkohol zu brauchen. Kann das kaum. Ist jetzt der 2er. Ich hätte, glaube ich, andersrum anfangen müssen. Vielleicht ist es auch gewollt. Geht's nur mir so oder sind die Strecken strange? Wir versuchen es nachher natürlich nochmal. Rechts hätte ich links gehabt. Alter. Der kann sich da oben nicht festhalten, das war das Problem. Den wir ganz am Anfang gemacht haben, den fand ich cool. Die hier finde ich nicht so gut. Gibt keine
Das dritte Zuckerpaket. Das sollte dem Hunger den Stachel ziehen. Mission fast abgeschlossen. Irgendwie fehlt mir auch, dass der nächste anständig angezeigt wird. Vielleicht geht es auch nur mir so. Ganz schlecht von mir. Das ist ganz schlecht. Ich habe links springen sollen. Keine Ausdauer mehr. Muss es besser managen. Und keine Ausdauer mehr. Muss es besser managen. Wir machen nochmal kurz neu. Das geht gar nicht. Ja. Mir fehlt viel mehr Parkour-Stuff zum wirklich losflitzen. Nein, du kannst doch da eigentlich jumpen, Mann. Man hätte dich oben durchsagen. Versuchen wir den ersten nochmal, in der Hoffnung, dass wir den dann doch noch kriegen. Muss mir eine neue Waffe in der Waffenkammer besorgen. Das war der, glaube ich, oder? Ist abgenutzt. Ja, okay. Wir versuchen mal über das rechte Dach, so wie ihr gesagt habt. Vielleicht ist es tatsächlich das. Also hier kann ich über links. Okay, das ist kein Seil zum Festhalten. Fuck, meine Flasche ist leer. Was ist, wenn ich mal über links versuche zu gehen? Viel weiter links. Wir laufen das jetzt mal. Okay, das scheint mir schon eher die Dings zu sein. Okay, doch.
also von hier dann über rechts, weit über links und dann nachher weit über rechts. So, ich muss hier gar keinen Kick machen, ich kann so drüber springen, da brauche ich keinen Beispiel. Also ich kann mit dem Rennen boosten, dann geht das. Ja, aber ich muss mir angewöhnen, das noch immer zu rennen. Okay. Den schaffe ich in 15 Minuten nicht. Aber jetzt weiß ich, wie ich gehen muss. Links und rechts. Aber ich finde es komisch. Also die Wegpunkte sind, du hast sie so gerade vor dir und dann musst du doch teilweise weit rechts oder weit links rum, damit du ans Ziel kommst. Das letzte Mal anders gemacht. Eben bin ich über links gerannt, glaube ich. Aber es dürfte trotzdem gehen von der Zeit. Alter. Warum hat das vorhin so souverän funktioniert mit dem Dropkick und jetzt gar nicht? Naja, aber bevor ich jetzt klicke, will ich noch was wissen. Und zwar, funktioniert das? Drücken Sie zweimal springen im Sprung. Springen Sie noch höher, wenn Sie von Hindernissen abspringen. Also springen und dann im Sprung nochmal springen. Zweimal. Ich muss das nachher mal testen, wenn ich nicht Parkour mache hier. Was hier ganz geil ist, ist, man lernt tatsächlich recht gut, hier zu rennen. So, diese Tricks auch effektiv anzuwenden, das ist ganz geil. Ja, Alter. Ja, ich roll nicht ab. Ich kann nicht abrollen. Ich weiß nicht, wie ich... Oh. Ich weiß nicht, wie ich abrollen soll. Ich drücke eigentlich den Knopf fürs Abrollen, aber irgendwie macht das trotzdem nicht.
Die haben mir nicht so gut gefahren. Die anderen fand ich besser. Die anderen haben mir mehr Spaß gemacht. Beeil dich! Der Schlechter ist unser Größter. Fertig. Deine Bienen werden überleben. Fantastisch! Danke dir. Hier ein Souvenir für deine Mühen. Solltest du mal wieder in der Nähe sein, kannst du mir gerne nochmals helfen. Meine Bienen sind ziemlich gefräßig. Mach einen besseren Parkour, dann komme ich gerne wieder. Das wird... Nein, das war's jetzt nicht. Das war's jetzt nicht. Okay. So. Wir flitzen hier hin. Und dann können wir in der nächsten Folge das machen. Das glaube ich ganz gut. Wiedergemotive. Ist fast soweit. Noch ein oder zwei Tage. Nicht? Nein. Warum? Warum? Vorhin hat er es gemacht, jetzt macht er es wieder nicht. Machen wir kurz eine normale Distanz. Warte. Hä? Dann geht's hier wirklich nicht. Also das ist ein normaler Sprung. Vielleicht gleichzeitig? Nein. Nein. Vielleicht danach springen. Das ist der normale. Springen Sie noch höher, wenn Sie von Hindernissen abspringen. Drücken Sie zweimal. Sprungtaste zweimal im Sprung. Also. Das heißt, ich renne rüber. Ja, ich klick wie ein Irrer, aber es passiert nichts. Also das ist mein Sprung, wenn ich normal mache. Ja? Das ist, wenn ich noch Space klicke. Tatsächlich kein wirklicher Unterschied. Hab ich zu wenig Ausdauer? Also so springt er weit. Also dann ist es eigentlich den. Check's nicht. Also das ist mit dem Beispielbild, das ist der normale. Dann springt er wirklich gerade nach vorne. Und er springt hier hoch. Bis 240 Ausdauer, 120 vom weiten Jump, 20, aber du hast 160 für den Doppelsprung. Aber warum steht dann hier, dass ich 160 brauche, um das freizuschalten, wenn ich dann nachher trotzdem viel mehr brauche? Ist das nicht total dumm geregelt? Die 200 Ausdauer erforderlich sind doch einfach nur, um es freizuschalten. Ich brauche doch nicht... Ich
Nee, ich verbrauche gar nichts. Seht ihr das? Mit den weiten Sprüngen brauche ich gar keine Ausdauer. Also das, die Anzeige, ne, geht voll. Das ist, die Anzeige ist nur, um es freizuschalten. Ich klicke irgendetwas falsch. Ich muss gar nicht E, das habe ich total irritiert. Es ist so, bei dem hier klickst du nur E, das heißt, du gehst über ein Hindernis, E für weit. Und hier klickst du gar nicht E. Ich habe das jetzt aber ein paar Mal gemacht und hat einfach gar nicht reagiert. Du spammst einfach die Sprungtaste, also du gehst drüber und du spammst einfach die Sprungtaste und dann geht er hoch. So, jetzt haben wir es, mein Gott. Das ist der Weite. Den wir... Das ist der Ohr. Und das ist verkackt da. Also. Alter. So, jetzt will ich das aber auch mit dem Abrollen mal, weil das geht mir langsam auf den Senkel. Drücken Sie vor dem Ausführen, Control direkt bevor Sie den Boden berühren. Drücken Sie vor dem Ausführen. Control. Zitrol. Das ist wahrscheinlich zu wenig. Alter, das Timing ist beschissen. Das Timing ist wirklich schlecht. Ich habe es jetzt einmal geschafft. Das Timing ist mies. Okay. Es wird langsam was, ne? Langsam wird's was. Ja, wie der perfekte Block. Beim perfekten Block klickst du auch viel zu früh. Also jeder, der mal irgendwie Dark Souls gespielt hat oder Sekiro so oder so, der lacht über die perfekte Parade hier, also. Ich klicke immer zu spät, weil für mich, das ist nicht der Abstand, wo es perfekt ist. Das ist nicht das schwierige Dings, wo du denkst, so, jetzt ganz knapp und jetzt habe ich ihn, sondern es ist einfach so, schon wie weit vorher klickst du. Klickst schon so weit vorher, viel zu früh schon. Das ist so eine Umgewöhnung für mein Gehirn, weil das ist viel zu simpel. Also das klingt böse, aber mein Gehirn ist ganz anders eingestellt. Auf Sekiro-Schwierigkeit oder so. Ob ich gedrückt halten kann? Also ich halte es jetzt gedrückt. Macht er. Okay. Aber wenn du zu spät bist, also kurz vor dem, dass du den Boden berührst, den macht er nicht. Macht er nicht. Jetzt halte ich gedrückt. Okay, das war nicht hoch genug.
Nee, es ist kein Souls. Das ist auch völlig in Ordnung. Es muss auch nicht. Das ist auch nicht der Ansatz, oder, den es hat. Das muss ja auch diese Schwierigkeit gar nicht haben. Ja, ich muss einfach gedrückt halten. Okay, es ist noch nicht mal im perfekten. Du kannst auch einfach von weit, weit oben springen und du hältst einfach gedrückt. Das ist also diese berühmte Leichenstarre, von denen immer alle reden. Faszinierend. Okay, aber das ist gut. Also so, dann haben wir das jetzt mal gemacht. Wir flitzen jetzt. Die Folge ist eigentlich schon lange zu Ende. Wir flitzen da jetzt hin. Aber das war mir noch wichtig, dass ich das endlich... dass ich ein Verständnis dafür gekriegt habe, wie die Sachen zu gebrauchen sind. Hier zum Beispiel. Hier ist es super nützlich, ne? Um da hochzukommen. Das ist mega geil. Und hier ist halt der Weite nützlich, um rüberzukommen. Wenn man ein Gefühl dafür kriegt, dann ist das richtig gut. Richtig gut. Ich beschwere mich nicht. Der Boden ist knochentrocken. So. Also. Da ich es eh vergessen werde, verticken wir hier die Sachen noch. Die Wertsachen nicht verkaufen, ganz wichtig, nicht verkaufen. Ich habe nämlich noch einen Gegenstand dabei, den ich nicht loswerden darf. Den müssen wir dem kleinen Mädchen noch bringen, mit der 20-jährigen Stimme. Also. Meine Damen und Herren, das war die Folge. Es waren viele Nebenmissionen, viel Rennen, viel Ausprobieren, aber ich hoffe trotzdem, dass es Spaß gemacht hat. Wenn ihr es auf YouTube guckt, lasst gerne Feedback da. Aber dann weiß ich auch, ob solche Folgen in Ordnung sind, ob die cool sind. Auch so zum Zugucken mit Nebenmissionen und ja, also die Sachen, die wir jetzt einfach gemacht haben. Ne? Lasst auch gerne ein Like da. Und wenn ihr es auf Twitch guckt, lasst gerne Feedback da. Im Chat. Ihr wisst, wie es funktioniert. Ich mache das mal schnell so, dass wir so hinstehen, dass wir in der nächsten Folge direkt hinlaufen. So. Da müssen wir hin. Alles klar. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.